Olympia in London. Bis vor wenigen Tagen war sie in der Stadt an der Themse und hat um olympische Siege gekämpft. Er ist auf dem Weg nach London, denn es steht die Mission Paralympics an, während er der jüngste Boxweltmeister aller Zeiten ist. Was die drei über den Sport hinaus verbindet, ist das Handwerk in der Region Mittelrhein. Internationaler Spitzensport zu Hause in Stockum-Püschen im Westerwald. In der Werkstatt von Orthopädie-Mechanikermeister Thomas Kipping werden Olympiasiege und Weltmeistertitel in handwerklicher Präzisionsarbeit vorbereitet. Denn Thomas Kipping und seine neuen Mitarbeiter machen im wahrsten Sinne des Wortes Sportlern Beine. Die Handwerker arbeiten seit Jahren mit beinamputierten Spitzensportlern zusammen. Nach Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen im Betreuerteam geht jetzt für Thomas Kipping ein Lebenstraum in Erfüllung. Zusammen mit den Sportlern wird er zur Eröffnung der Paralympics mit ins Olympische Stadion einmarschieren. Denn Kipping ist in London verantwortlich für die Sportler, die mit Prothesen oder im Rollstuhl antreten. Und meine Aufgabe ist es da, das deutsche Leichtathletikteam technisch zu unterstützen. Das bedeutet, dass ich eben zuständig bin für die Prothesenträger dort im Team und auch die Rollstuhlfahrer. Es geht im Alltag immer darum, dass die Athleten wissen, dass der Techniker quasi greifbar ist, im Team direkt drin ist. Und wir reden da oft über sogenannte Kleinigkeiten, die aber schlussendlich immer entscheidend sein können, ob überhaupt gestartet werden kann oder nicht. Also das kann sein, dass da mal eine Fußplatte sich löst, wo die Spikes drin sind, die dann sofort befestigt werden müssen. Oder ein Ventil an einem Schaft kaputt geht, das eben auch innerhalb kürzer Zeit gewechselt werden muss. Und ansonsten ist es halt ganz wichtig für die Athleten, dass sie wissen, dass da immer einer im Team da ist für sie. So kommt Kipping neben der Rolle des Handwerkers auch die des Psychologen zu. Denn aus der Erfahrung weiß er, Spitzenleistungen sind nur möglich, wenn die Sportler den Kopf frei haben. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an den Handwerker wie auch die Technik. Zum Einsatz kommen so auch Hightech-Werkstoffe wie Carbon von der Rolle. Leicht, gut formbar und nach der Bearbeitung mit einem Spezialkleber super fest. Das sind die klaren Vorteile von Carbon. Im Betrieb von Thomas Kipping, der Aktivprothesentechnik ATP, verbindet sich von der Kundenberatung der Herstellung von Prothesen über das Anpassen der Geh- und Sporthilfen bis zur Betreuung alles unter einem Dach. Dazu zählen auch Spezialbereiche wie die Carbonfertigung. Und auch die Computertechnik spielt hierbei eine wichtige Rolle. Und in den letzten Jahren hat die Entwicklung in der Branche halt enorm zugenommen. Das heißt, wir arbeiten heute mit computergesteuerten Kniegelenken oder Fußgelenken, die computergesteuert sind, die Schäfte, das hat sich alles etwas erweitert. Insofern sind aber auch gleichermaßen die Erwartungen der Prothesenträger heute ganz andere, als das früher der Fall war. Und das müssen wir eigentlich zusammenbringen. Das heißt, der Prothesenträger muss wissen, dass er selbst am meisten machen muss, weil sonst beherrscht er diese tolle Technik nicht. Ne? Das ist eigentlich einer unserer Hauptaufgaben, zumindest in meinen Augen. So ist der Kontakt zwischen Handwerkern und Kunden sehr eng und geht oft über die Arbeit im Unternehmen hinaus. Das wird für die Paralympics in London auch mit der Bekleidung unterstrichen, denn Thomas Kipping wurde wie alle Sportler zu Olympia und Paralympics mit der deutschen Mannschaftskleidung ausstaffiert. Gerade aus London zurückgekehrt zum Heimatverein SC07 Bad Neuenahr ist Fußballspielerin Sarah Gregorius. Die 25-Jährige ist Nationalspielerin Neuseelands und hat mit ihrem Team das olympische Viertelfinale erreicht, schied dort gegen den späteren Olympiasieger USA aus. Für Sarah war London ein besonderes Erlebnis, an das sie sich gerne zurückerinnert. Wir haben in unglaublichen Stadien wie dem Millennium Stadium gespielt. Es war das größte Stadion, in dem ich je aufgelaufen bin. Mein persönliches Highlight war das Eröffnungsspiel. Die Atmosphäre, die vielen Zuschauer und die Fans von zu Hause waren fantastisch. Natürlich war der Sieg gegen Kamerun auch ein Höhepunkt, weil wir uns dadurch für das Viertelfinale gegen die USA qualifiziert haben. Es war wunderbar, bei den beiden großen Spielen Teil des Teams zu sein. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Auch wenn wir die USA nicht schlagen konnten, war es ein großer Erfolg, das Viertelfinale bei Olympia zum ersten Mal erreicht zu haben. Vom olympischen Rasen ging es für Sarah zurück an die A, wo sich der Frauenfußball-Bundesligist nun auf die neue Saison vorbereitet. Für die Neuseeländerin ist das A-Teil seit 2011 die zweite Heimat. Dabei tritt sie nicht nur für den SC07 an, sondern schaut über den Tellerrand hinaus. Die Absolventin eines Managementstudiums hat wie andere SC-Spielerinnen auch eine enge Verbindung zur Handwerkskammer, die über berufliche, außersportliche Perspektiven informiert.
So hat sich die Idee entwickelt, Sarah mit ihren Fähigkeiten in die HWK-Weiterbildung einzubinden. Die Kurse dienen der Auffrischung der Sprachkenntnisse, wie auch in einem weiteren Teil der sprachlichen Geschäftskorrespondenz. Ihre Motive, sich zusammen mit der Handwerkskammer in die sprachliche Weiterbildung einzubringen, erläutert die Nationalspielerin so. I think it's a really good opportunity for me personally to do something outside of football. Mit dem Englischkurs verbindet sich auch eine große Vorfreude. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit für mich, auch abseits des Fußballplatzes einen Beitrag zu leisten. In Neuseeland habe ich Betriebswirtschaft studiert und will Interessierten helfen, ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Ich hoffe, dass viele Teilnehmer kommen und wir gemeinsam lernen. Ich erhoffe mir viel von dem Kurs und möchte mein Wissen in Betriebswirtschaft und Sprache den Menschen aus der Region weitergeben. Ich denke, es ist wichtig, sich auch außerhalb des Fußballs zu engagieren und hoffe, dass der Sprachkurs gut angenommen wird. Für die Weiterbildung wird die Neuseeländerin den Fußballplatz mit der A-Akademie der Handwerkskammer Koblenz tauschen. Deren Leiter Stefan Gustav stellt die Inhalte dieser besonderen, bundesweit einmaligen Weiterbildungsmaßnahme vor. Als Leiter der A-Akademie unterstütze ich in meiner Freizeit die Damenmannschaft des SC 07 Bad 9a bei allen Fragen rund um das Thema Schule, Beruf, Ausbildung, Studium. Und auf die Art und Weise ist der Kontakt zu Sarah Gregorius, der neuseeländischen Nationalspielerin des SC 07 Bad 9a, zustande gekommen, die selbstverständlich perfekt Englisch spricht und die in Neuseeland einen Bachelor in Management und Marketing gemacht hat. Und aufgrund dieses Kontaktes ist die Idee geboren worden, hier in der A-Akademie einen Sprachkurs anzubieten. Zum einen einen Auffrischungskurs mit 40 Unterrichtsstunden. Der findet dienstags und donnerstags beginnend am 4. September statt. Und dann zusammen mit der Außenwirtschaftsberatung der Handwerkskammer Koblenz einen Kurs speziell für Managementinteressierte. Das heißt also, da geht es insbesondere um Wirtschaftsenglisch. Dieser Kurs findet samstags statt, hat 30 Stunden und beginnt am 6. Oktober. Infos zum Weiterbildungsprogramm mit Sarah Gregorius gibt es bei der A-Akademie oder im Internet unter hwk-koblenz.de. Vom Spitzensport im Fußball hin zum Boxen und zu Stuckateurgeselle Dennis Rohnert. Er war Deutschlands jüngster Boxprofi aller Zeiten. Dann der jüngste deutsche Meister aller Zeiten. Schließlich Boxweltmeister nach WBU-Reglement der Junioren. Natürlich der jüngste aller Zeiten. Doch Dennis Rohnert kann auch anders. Denn der Boxprofi ist auch Handwerker und hat gerade die Gesellenprüfung zum Stuckateur bestanden. Die Verbindung aus Sport und Handwerk findet sich in der Person Dennis Rohnert so auch auf dem Titel des Magazins Handwerk Spezial wieder, das am 25. August in der Rheinzeitung erscheint. In der Ausgabe gibt es dann auch weitere Hintergrundinformationen zu Thomas Kipping, Sarah Gregorius und natürlich zu Boxer Dennis Rohnert, der am 10. November zum WM-Kampf in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle antreten wird. Auf dem Weg zum WM-Gürtel gilt es nun im Training, die nötige Kondition und technische Perfektion zu gewinnen. Am Ring immer dabei, Trainer und Manager Detlef Loritz vom FLP-Box-Team Koblenz. Er, wie auch jene, die Dennis gut kennen, sind überzeugt. Er wird den Titel holen. Natürlich als jüngster Träger aller Zeiten. Wir drücken die Daumen und werden Dennis auf dem Weg zum Kampf begleiten und darüber berichten, wie sich die Mission WM-Titel gestaltet.